doch schön geworden, oder? Ja, sehr schön. Gut, dann helfe ich Ihnen jetzt mal. Sehr, sehr freundlich. Schau mal, lebe ich schon seit 20 Jahren. Sieht man ja nicht an. Naja, braucht man ja nicht so oft. Sag das nicht, die Einschläge kommen immer dichter. Jawohl, ja. Zu wessen Beerdigung gehst du eigentlich? Mein Gott, eine Krawatte binden, das habe ich zuletzt auf der Polizeischule gemacht. Es ist ein Nachbar, mit dem ich mich immer gut verstanden habe. Und wie alt ist er geworden? 43. Oha, so jung? Selbstmord. Hat sich erschossen. Weißt du auch warum? Keine Ahnung. Eigentlich war es ein lebenslustiger Typ. Ach Mann, Axel. Das ist typisch. Es wird Zeit. Wir müssen gehen. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen soll. Ach, hör auf zu jammern. Ist doch schuld an allem. Was sagst du da? Wenn du ein bisschen unterstützt hättest, dann wäre er jetzt noch am Leben. Das ist nicht fair. Ich hatte keine Chance. Dein Sohn hat mich immer aus allem rausgehalten. Er wird seine Gründe gehabt haben. Warum bist du so böse? Mich hat sein Tod genauso tief getroffen wie dich. Du weißt nicht, was du sagst. Du hast keine Kinder. Du wirst nie erfahren, was es heißt, wenn der einzige Sohn... Liebe Trauergemeinde, es war der besondere Wunsch des Verstorbenen, noch ein letztes Mal mit seinen Anverwandten und seinen Freunden zu sprechen. Bitte. Und? Seid ihr überrascht? Ja, ich bin es. Euer Thorsten. Euer aller Thorsten. Das unendlich Schwere, was ich getan haben werde, wenn ihr meine Stimme vernehmt, das habe ich nur getan, weil ich keine Wahl mehr hatte. Außer eben der letzten Wahl, die dem Menschen bleibt. Den Tod. Vor allem du, liebe Mutter. Du musst mir das verzeihen. Hätte ich mehr Kraft und viel mehr Mut gehabt, ja, dann hätte ich einen anderen mit auf diese letzte Reise genommen. Gäbe es eine gerechte Welt, dann müsste er und nicht ich vor euch in diesem Sarg hier liegen. Ich verfluche den Tag, an dem du in mein Leben getreten bist. Ich verfluche dich über meinen Tod hinaus. Dich, Udo Kilian! Ich weiß, dass du hier bist, weil dir jede Achtung, jeglicher Respekt vor der Würde des anderen fremd ist. Verschwinde von hier! Ich will nicht dein letztes Geleit. Ich will nur noch eins. Deinen Tod. Liebe Trauergäste, Sie haben sicher Verständnis dafür, dass ich an dieser Stelle die unversöhnliche Ansprache des Verstorbenen unterbreche. Die Botschaft des Herrn ist Liebe und nicht Hass. Lasst uns beten. Vater unser, der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Gehen Sie. Verschwinden Sie. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns die Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Was hast du ihm denn getan? Du sollst mir sagen, was du ihm getan hast. Ich habe ihm gar nichts getan. Hältst du mich für blöd? Rede mit mir, das bist du mir schuldig. Ich dir schuldig, dass ich nicht lache. So geht das nicht, Udo. Oh doch, Eva, so geht das. Was bist du denn ohne mich? Du und dein Balk? Nichts. Gar nichts. Wie konnte ich das bloß vergessen? Du kommst heute gar nicht mehr. Wie du siehst, bin ich hier. Hast du was dagegen? Was ist mit dir wieder los? Nichts. Ich habe nur gerade einen guten Freund verloren. Hallo Jürgen, was gibt's? Was ist denn mit Udo los? Wieso? Er war vollkommen außer sich. Das ist ja nichts Neues bei ihm. Ja, aber irgendwas muss da passiert sein. Flieg du mal von der Beerdigung, dann bist du wahrscheinlich genauso drauf. Wie bitte? Warum ist er das? Was weiß ich, da musst du ihn selber fragen. Er redet ja nicht. Eva? Ja? Wann können wir uns mal wiedersehen? Ach Jürgen, wir haben doch schon genug Probleme. Ja, aber wir beide doch nicht. Also wir haben doch keine Probleme. Doch Jürgen, jeder hat seine. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss Leon vom Judo abholen. Trotzdem hoffentlich bis bald. Ne? So. Tschüss. Ganz schön mutig von Ihnen hier aufzutauchen. Ihre Frau hat mir gesagt, dass ich Sie hier finde. Meine Frau? So, ja. So. Vielleicht sollte ich mich revanchieren und Sie jetzt rauswerfen. Ja, wenn es Ihnen dann besser geht, bitte. Aber vielleicht könnten Sie einmal über Ihren Schatten springen. Also, was wollen Sie? Müssen wir hier stehen bleiben? Kommen Sie. Wenn Sie Platz nehmen wollen, bitte. Sie können sich doch sicher vorstellen, welche Frage auf meiner Seele brennt. Sie werden es mir sagen. Was ist zwischen Ihnen und meinem Sohn vorgefallen? Er kann es Ihnen nicht mehr sagen und ich will es Ihnen nicht sagen. Bitte, Herr Kilian. Nein, Frau Lewald. Zählt der Schmerz seiner Mutter für Sie so wenig? Sie können mir doch diese Bitte nicht abschlagen. Doch, ich kann.
Es würde Ihren Schmerzen vergrößern, wenn ich es Ihnen sagen würde. Vergrößern? Es geht nicht mehr. Frau Lewald, ich muss noch arbeiten. Hat es mit dem Einsturz in der Sporthalle zu tun? Ich möchte, dass Sie gehen. Und zwar sofort. Das werden Sie noch einmal sehr bereuen. Na, wissen Sie, da gibt es ganz andere Sachen, die ich bereuen müsste. Was sind Sie für ein Mensch? Ich bin's nochmal. Udo, wieso meldest du dich nicht? Ich mache mir langsam Sorgen. Hallo Jana, hier ist Eva. Ja, ich weiß, dass es schon spät ist. Kannst du noch mal kurz rüberkommen und bei Leon bleiben? Ist nur eine Viertelstunde, ich muss dringend noch mal weg. Danke, bis gleich. Na, habe ich euch aus dem Tiefschlaf gerissen? Leider nicht. Bei Vollmond habe ich so meine Schwierigkeiten. Der Doc ist schon weg. Er beeilt sich mit der Obduktion, hat er gesagt. Was gibt's bis jetzt? Also, wie es aussieht, sind 3 Schüsse auf das Opfer abgegeben worden. Einer davon durch das Fenster der Fahrertür. Konnte der Doc schon was über die Tatzeit sagen? Ist noch keine 2 Stunden her. Hat irgendjemand was gehört? Ach, guck dir doch die Gegend an. Sieht schlecht aus. Ja, kümmert euch trotzdem drum. Der Tote heißt Udo Kilian. Er ist 48 Jahre alt. Ihm und seinem Bruder gehört der Betrieb hier. Das ist ein Bauunternehmen. Wer hat den Toten gefunden? Deine Frau. Du willst einen Notarzt fragen. Aber ich weiß nicht, ob die schon vernehmungsfähig ist. Na, schauen wir mal. Leo, ja? Da ist noch was. Ich war doch heute bei dieser Beerdigung. Udo Kilian war auch dort. Ach, du meinst, das hat was zu bedeuten? Es könnte sein. Er wurde von der Trauerfeier rausgeworfen. Wie bitte? Ja, handgreiflich? Nee, mit Worten. Ja, von wem? Von dem Toten selbst. Was, ist der aus seinem Sarg geklettert? Da wurde so eine Art letzte Botschaft vom Band abgespielt. Ja, das scheint eine längere Geschichte zu werden. Macht erst mal weiter, wir reden später drüber. Atze, ja. Kommst du mit zu Frau Kilian? Mhm. Frau Kilian, das ist mein Kollege Kress. Ihr leitet die Ermittlungen. Aufrichtiges Beileid. Haben Sie uns verständigt? Was genau ist passiert? Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Nee, ich frage Sie mal anders. Wann haben Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen? Also lebend. Heute, nach der Beerdigung.
Und ist er dann ins Büro gefahren? Haben Sie dann noch mal mit ihm telefoniert? Er hat gesagt, dass er bald nach Hause kommt. Wann genau war das? Gegen 9. Er wollte Leon noch gute Nacht sagen. Das ist unser Sohn. Und dann? Dann. Er kam nicht. Und dann habe ich im Büro angerufen und aufs Handy gesprochen, aber nichts. Und dann sind Sie hierher gefahren? Es war abgeschlossen und die Fenster waren alle dunkel. Und dann habe ich sein Auto gesehen und. Wir lassen Sie jetzt erstmal in Ruhe. Wir melden uns dann wieder. Ich möchte meinen Bruder. Bitte bleiben Sie zurück. Warum nicht? Warum leidest du meinen Bruder? Sie können ja, aber jetzt nicht. Ist er wirklich erschossen worden? Ja, es tut uns sehr leid. Ja. Das ist der Bruder, Jürgen Kilian. Guten Abend. Woher wissen Sie denn, was passiert ist? Meine Schwägerin hat mich vorhin angerufen. Kann ich zu ihr? Gleich. Können Sie mir sagen, warum Ihr Bruder so spät noch im Büro war? Das weiß ich nicht. Das ist ja nicht ungewöhnlich. Er arbeitet immer rund um die Uhr. Hat er vielleicht einen Termin? Das weiß ich nicht, weiß ich nicht. Wir kommen morgen zu Ihnen ins Büro, morgen früh um 9 Uhr. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, eigentlich müsste Udo Kilian in dem Sarg liegen, nicht er. Und er wünsche ihm nur noch eines, den Tod. Das ist ja ein Ding. Und das wird da einfach so abgespielt? Ich hatte nicht den Eindruck, dass irgendjemand das Band kannte. Ja, und was ist jetzt mit dem Band? Das schauen wir uns gerade an. Und wie hat der Udo Kilian reagiert? Der ist völlig erstarrt. Dann hat ihm die Mutter des Verstorbenen was zugezischt. Und dann hat er die Trauerfeier mit seiner Frau verlassen. Was für eine Situation. Es kann doch kein Zufall sein. Kurz bevor der Thorsten Lewald sich umbringt, verflucht er seinen ehemaligen Freund Udo Kilian. Ein paar Stunden später ist er tot. Sieht so aus, als habe jemand Lewalds Hasstirade als Aufruf zum Mord verstanden. Danach sieht's aus, ja. Dann müsste unser Täter in den Reihen der Trauergäste zu finden sein. Sag mal, hast du was mitgekriegt, warum der Lewald den Kilian derartig gehasst hat? Nein. Die Leute haben doch bestimmt drüber gesprochen. Ehrlich gesagt bin ich gleich nach der Trauerfeier nach Hause. Ich werde ziemlich bedient. Verständlich. Was war denn dein Nachbar von Beruf? Der hat im Baureferat gearbeitet, in leitender Funktion. Mhm. Dann hatte er sicher beruflich mit Udo Kilian zu tun. Also, wir sollten als erstes mit der Ehefrau von Thorsten Lewald sprechen. Das machen wir beide, dich kennt sie ja bereits. Die könnte uns gleich eine Liste der Trauergäste aufstellen. Ja, aber heute geht nichts mehr. Dann sehen wir uns in genau 6 Stunden wieder hier im Büro. Oh, ist das dein Ernst, Leo? Also, ich habe keine Schlafprobleme bei Vollmond. Umso besser für dich. Also, Punkt 8. Augen auf bei der Berufswahl. Bisschen spät. Danke fürs Bringen. Eva. Nicht jetzt, Jürgen. Sei mir nicht böse. Ich muss erst mal ein bisschen allein sein. Ich habe noch gar nicht begriffen, was passiert ist. Wann sagst du es, Leon? Morgen? Mhm. Hast du uns angemeldet? Hab ich, Leo. Papa? Frühstückt heute nicht mit uns? Leon, du brauchst heute gar nicht in die Schule. Ich will aber in die Schule. Hör mal, ich muss dir was Wichtiges sagen. Nicht jetzt, Mama. Ich bin sowieso schon zu spät dran. Leon, es ist was ganz Schreckliches passiert. Warum interessieren Sie sich für meinen Mann? Das war doch, bitte, eindeutig Selbstmord.
Bei ihrem Mann, ja. Aber inzwischen haben wir es ja mit einem richtigen Mord zu tun. Mit Mord? Vergangene Nacht ist Udo Kilian erschossen worden. Nur wenige Stunden nach dieser Rede von ihrem Mann. Das ist furchtbar. Erwarten Sie jetzt keine Betroffenheit von uns. Der hat bekommen, was er verdient. Entschuldigen Sie, das ist meine Mutter. Mutter, die Herren sind... Von der Polizei, ich weiß. Danke. Danke, dass Sie zur Beerdigung meines Sohnes gekommen sind. Das war selbstverständlich. Ja, bitte. Ihr Mann und Udo Kilian waren noch sehr befreundet. Woher nur dieser plötzliche Hass? Ich weiß es nicht. Wirklich nicht? Haben Sie die Rede von Ihrem Mann gekannt, die vom Tonband abgespielt wurde? Natürlich nicht. Ich war genauso überrascht und schockiert wie alle anderen. Und Sie, Frau Lewald, haben Sie dieses letzte Vermächtnis von Ihrem Sohn gekannt? Nein. Und hätte ich es gekannt, ich hätte es nicht verhindert. Warum nicht? Weil Thorsten sicher seine Gründe dafür gehabt hat. Das vermuten Sie? Das weiß ich, junger Mann. Ich kenne meinen Sohn. Haben Sie jetzt eine Erklärung für diesen plötzlichen Hass? Braucht man kein großer Psychologe zu sein. Das waren berufliche Gründe. Auf welche Weise hatten die beiden beruflich miteinander zu tun? Mein Mann war der Ansprechpartner für Udo Kilian beim Baureferat. Und was für Probleme gab es bei dieser Zusammenarbeit? Thorsten hat mit mir nie über berufliche Dinge gesprochen. Ich habe eine Erklärung. Der Einsturz der Sporthalle im vergangenen Jahr. Das Unglück, bei dem es 5 Tote gab. Und 11 Verletzte. Die meisten davon Kinder. Hatte Kilian die Halle gebaut? Ja. Und Ihr Sohn hatte die Baugenehmigung erteilt? Davon gehe ich aus. Als Unglücksursache wurde offiziell ein Materialfehler angegeben. Und inoffiziell? Das herauszufinden, das fällt wohl mehr in Ihre Zuständigkeit. Moment, Frau Lewald. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 21 und 23 Uhr? Hier. Ich war hier. Zusammen mit meiner Schwiegertochter. Wir haben versucht, uns gegenseitig zu trösten. Können Sie das bestätigen? Natürlich. Natürlich. Ja, ich habe noch eine Frage für Sie gemeinsam. Hat sich der Selbstmord Ihres Mannes bzw. Ihres Sohnes in irgendeiner Weise angekündigt? Für mich kam das völlig überraschend. Für mich auch. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ja, danke. Wir melden uns wieder. Die Ermittlungen über dieses tragische Unglück sind noch nicht abgeschlossen. Ich kann aber mit Bestimmtheit sagen, dass sich unsere Firma nichts hat zu Schulden kommen lassen. Gab es nach dem Einsturz irgendwelche Drohungen gegen Sie von Seiten der Betroffenen? Nicht, dass ich wüsste, nein. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dem Unglück und den Schüssen auf Ihren Bruder? Ich kann mir das vorstellen, ja, weil ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte, wenn meine Kinder bei so einem Einsturz ums Leben gekommen wären. Haben Sie denn Kinder? Ich habe keine Kinder, nein. Entschuldigung. Ja? Jetzt können Sie keinem mehr ein Leid zufügen. Also was die Firma betrifft, da werde ich mich jetzt reinhängen, allein schon wegen Leon. Leon? Er ist der Sohn meines Bruders. Gehört Ihnen die Firma jetzt allein? Die gehört mir jetzt allein, ja. Das muss Sie doch freuen, oder? Ich habe jetzt mehr Verantwortung, sagen wir mal so. Wie laufen denn die Geschäfte? Sehr gut, wir können uns nicht beklagen. Wenn Ihnen doch noch jemand einfallen sollte, der auf Ihren Bruder geschossen haben könnte,
Dann geben Sie uns bitte Bescheid. Das mache ich. Oder wenn Ihnen irgendetwas eigenartig vorkommt, dann zögern Sie keinen Moment, uns anzurufen. Danke. Können Sie sich drauf verlassen. Tag, ihr beiden. Tag. Hallo, Leo. Wo hast du den Werner gelassen? Der schaut sich das Büro von Udo Kilian an. Axel, besorgt bitte mal alle Informationen über diesen Einsturz der Sporthalle. Da bin ich gerade dabei. Ah, wunderbar. Und dann guck doch mal, ob du irgendwas rausfinden kannst über den inoffiziellen Erkenntnisstand der Unfallursache. Alles klar, Herr Kommissar. Also, was ist da gelaufen? Zwischen Thorsten Lewald und Udo Kilian. Der eine Bauunternehmer, der andere beim Baureferat. Das kann man sich an zwei Fingern abzählen. Anzunehmen, dass es erst um Bestechung und dann um Erpressung ging. Es wird gelaufen sein wie so oft. Zuerst die eine oder andere kleine Gefälligkeit, dann steigert sich das. Und plötzlich gibt es kein Zurück mehr. Kann sich bloß nur aufhängen. Kleiner Zwischenbericht. In erster Instanz wurde die Firma Kilian freigesprochen, aber die Kläger sind in Berufung gegangen. Die Unterlagen sind unterwegs. Ja. Tag allerseits. Ich hab was für euch. Ach, doch nicht etwa den Obduktionsbericht? Aber nur, wenn ich einen Kaffee bekomme. Du, Kaffee. Von uns. Kriegst du. Ich war gerade in der Nähe und bei euch ist es doch ein bisschen gemütlicher als bei dir. Nehmen doch Platz, Herr Doktor. Danke, Herr Kreis. Ja. Udo Kilian wurde von drei Schüssen getroffen. In Bauch, Schulter und Oberschenkel. Aber keiner für sich war tödlich. Wenn man ihn früher gefunden hätte, wäre er vielleicht zu retten gewesen. Der Täter war also kein geübter Schütze? Nach Profikiller sah das jedenfalls nicht aus. Tja, alle weiteren Details im Bericht. Danke. Danke für den Kaffee. Ich wollte Ihnen mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Danke. Ich hoffe sehr, dass der Tod Ihres Mannes... Sagen Sie ruhig Mord. Mord an meinem Mann. Dass der nichts zu tun hat mit dem, was da gestern auf Thorstens Begräbnis abgelaufen ist. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Sie nicht? Ich kann das alles noch nicht begreifen. Es ist einfach zu viel. Sind Sie gekommen, um mir das zu sagen? Ich hatte gehofft, Sie könnten... Was? Was könnte ich? Nichts. Es war sicher ein Fehler, hier zu kommen. Entschuldigen Sie. Tag, Frau Lewald. Tag. Herr Frau Kilian, darf ich fragen, was Frau Lewald von Ihnen wollte? Wir haben beide unseren Mann verloren. Vielleicht dachte sie, das verbindet. Wollen Sie reinkommen? Ja, gerne. Du hör dir das mal an. Ja. Auch wenn die Justiz wie so oft versagt hat, für das, was Sie getan haben, werden Sie zur Rechenschaft gezogen. Dafür sorge ich mit meiner ganzen Kraft. Peter Lorenz. Wer kann das sein? Lorenz? Warte mal. Den Namen habe ich auf der Liste der Unfallopfer. Hier. Die Familie hat zwei Mädchen verloren. 7-jährige Zwillinge. Furchtbar. Wo warst du so lange? Was fragst du, wenn du es sowieso weißt? Du wirst noch deinen Job verlieren. Ich kann mir meine Arbeit einteilen. Das denkst du nur. Hier geht schon den ganzen Vormittag das Telefon.
Sag mir, was ich tun soll. Ich kann das nicht abschalten. Soll ich meinen Geschäften nachgehen, so als sei nichts gewesen? Ich bin nicht so stark wie du. Peter, wir haben noch ein Kind. Flori hat es verdient, dass wir stark sind. Auch wenn der Schmerz noch so groß ist. Hast du gehört? Udo Kilian ist tot. Erst der eine, dann der andere. Das macht unsere Mädchen auch nicht wieder lebendig. Nein. Aber es gibt einem für einen Moment das Gefühl, dass es noch Gerechtigkeit in dieser Welt gibt. Wenn es dir hilft. Hier, ich habe dir aufgeschrieben, wer alles angerufen hat. Danke. Und Sie wussten von der eingestürzten Halle nur aus der Zeitung? Ja. Mein Mann und ich haben über seine Arbeit nicht gesprochen. Ist aber recht ungewöhnlich. Finden Sie. Udo hat so viel Zeit im Büro verbracht, da wollte er zu Hause für Leon und mich da sein. Man könnte also ihre Ehe als glücklich bezeichnen. Ja, das war sie. Und daraus werden Leon und ich Kraft schöpfen für die nächste Zeit. Die nächste Zeit bringt ja wohl ein größeres Erbe für Sie. Für Sie und Ihren Sohn. Sagen wir so, wir müssen uns keine Sorgen machen. Danke, Frau Kilian, das war's erstmal. Herr Kress? Ja? Mir ist noch was eingefallen. Ja? Die Mutter von Thorsten Lewald hat gestern Abend hier angerufen. Das war nur ein paar Stunden bevor... Was wollte sie? Mit meinem Mann sprechen. Sie klang sehr aufgeregt und sie wollte wissen, wo er ist. Ich hätte ihr nicht sagen sollen, dass er im Büro ist. Aber das wird mir jetzt erst klar. Ja, danke für die Information. Wir kümmern uns drum. Wiedersehen, Frau Kilian. Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Das hat sie uns ja ganz schön unterschlagen, die Mutter Lewald. Ja. Andererseits, warum sollte sie uns freiwillig erzählen, dass sie in dieser Nacht Udo Kilian sprechen wollte? Dann macht sie doch bloß verdächtig. Ja, Leo? Bestell bitte Christa Lewald zu uns ins Büro. Heute noch? Ja, heute noch. Ja, okay, mach ich. Ja, guten Tag, Axel Richter hier, Kripo München. Ich hätte gern Frau Christa Lewald gesprochen. Tut mir leid, die musste zum Arzt, es ging ihr nicht gut. Dann sagen Sie ihr bitte, sie möchte sich sofort bei uns melden, wenn es ihr wieder besser geht, ja? Das mache ich. Danke. Wiederhören. Herr Kilian, Ihre Verbindung mit dem Baureferat. Danke. Jürgen Kilian. Ja. Ja, danke für Ihr Mitgefühl. Das war wirklich eine furchtbare Sache, ja. Können wir uns irgendwann mal sehen? Muss ja weitergehen. Machen Sie mir dann einen Terminvorschlag. Das ist nett, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Im Bericht der Spurensicherung. Bisher leider keine verwertbaren Spuren. Brauchen wir auch nicht zu lesen. Was mit der Tatwaffe? War noch nicht auffindbar. Aber Hülsen haben wir gefunden. Kaliber 6,35. Ach. Das kann alles Mögliche sein. Ja. Ich habe hier einen Zeitungsartikel über das Sporthallenunglück. Da ist auch ein Foto der Familie Lorenz drauf. Die haben 7-jährige Zwillinge dabei verloren. Und ich habe heute einen Drohbrief gefunden, adressiert an Udo Kilian. Den habe ich schon mal gesehen. Wen? Den Lorenz. Der war auch auf der Beerdigung. Und was wollte der da? Und als die Kilians gehen mussten, ist er auch gegangen. Direkt danach. Ich habe mich noch gewundert. Dann war er nur wegen Udo Kilian da. Ja, das sollten wir ihn dringend fragen. Macht ihr das? Was mit Christa Lewald? Ach, das habe ich vergessen. Die hat einen Arzttermin, die kann heute nicht. Ach, ja.
Peter, jetzt quäl dich doch nicht so. Erwartest du jemanden? Ja, bitte? Axel Richter hier, Kripo München. Wir würden gern mit Peter Lorenz sprechen. Hallo? Hören Sie mich? Ja. Es ist für dich, Peter. Polizei. Was hast du gemacht? Was wollen die von dir? Ich weiß es nicht. Mach dir keine Sorgen. Guten Tag, Herr Lorenz. Mein Name ist Heimann. Das ist mein Kollege Herr Richter. Kommen Sie heran. Danke. Das ist meine Frau. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Was führt Sie zu uns? Frau Lorenz, wir würden gerne allein mit Ihrem Mann sprechen. Bitte. Wir wollten Sie fragen, warum Sie auf der Beerdigung von Thorsten Lewald waren. Er ist einer von denen, die unsere Familie ins Unglück gestürzt haben. Und da gehen Sie zu seiner Beerdigung? Warum nicht? War das so eine Art Genugtuung für Sie, oder was? Und wenn es so wäre? Sie sind aber nicht bis zum Ende der Trauerfeier geblieben. Stattdessen sind Sie Udo Kilian und seiner Frau gefolgt. Warum? Das war Zufall. Ich wollte noch zum Grab meiner Kinder. Ist es nicht eher so, dass Sie allein wegen Udo Kilian da waren? Sie haben ihm zuvor einen Drohbrief geschrieben. Drohbrief? Naja. Haben Sie Udo Kilian auf dem Friedhof angesprochen? Nein. Herr Lorenz, wo waren Sie gestern zwischen 21 und 23 Uhr? Ich war hier, zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Meine Frau, sie kam so gegen 22 Uhr nach Hause. Ah ja. Warum fragen Sie mich das eigentlich? Das wissen Sie doch. Udo Kilian ist gestern Abend erschossen worden. Ich habe davon gehört. Haben Sie eine Waffe? Nein, natürlich nicht. Wenn man ein so starkes Motiv hat wie Sie, dann ist das nicht so natürlich. Lorenz, Ihr Alibi wackelt. Ihre Frau war gestern erst gegen 23 Uhr zu Hause. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich den ganzen Abend hier war. Was Tatsache ist, bestimmen wir. Wir melden uns wieder. Wiederschauen. Wiederschauen. Wenn du nichts getan hast, Peter, dann hast du auch nichts zu befürchten. Herr Riedmann! Ach, Frau Lewald! Wir haben Sie heute im Präsidium erwartet. Ah, war dazu nicht in der Lage. Das verstehe ich. Aber morgen kommen Sie. Ja, ja. Geht's Ihnen voran im Fall Kilian? Ich darf Ihnen dazu keine Auskunft geben. Mhm. Da hat doch jemand den Mörder meines Sohnes erschossen. Der Udo Kilian ist nicht der Mörder Ihres Sohnes. Und das wissen Sie ganz genau, Frau Lewald. Doch. Für mich ist das er, ganz allein. Bis morgen.
ein Irrer gewesen sein. Erst Udo, jetzt ich. Herr Kilian, bevor die Schüsse fielen, ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Haben Sie zum Beispiel einen Wagen kommen hören? Ich habe nichts gehört, ich habe auch nichts gesehen. Ich war ganz in meine Arbeit vertieft. Plötzlich fiel der erste Schuss. Und als Sie hinter dem Sofa Deckung gesucht haben, da fiel dann schon der zweite. Ja, das habe ich Ihnen ja auch alles schon gesagt. Können Sie sich vorstellen, dass die beiden Anschläge auf Sie und Ihren Bruder irgendwas mit dem Unglück in der Sporthalle zu tun haben? Vorstellen kann ich mir ganz viel. Realistisch finde ich das nicht, weil ich hatte mit dem Projekt ja gar nichts zu tun. Was der Schütze wahrscheinlich nicht wusste. Wir sollten sowieso erst mal abwarten, ob das derselbe Täter ist wie bei Ihrem Bruder. Bezweifeln Sie das? Herr Kilian, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, bitte rufen Sie uns sofort an, ja? Am besten, Sie ziehen für ein paar Tage ins Hotel. Hatte ich sowieso vor, ja. Was ist mit Polizeischutz? Heute passiert nichts mehr, da bin ich ganz sicher. Klingt ja beruhigend. Also mit morgen, übermorgen. Wir melden uns bei Ihnen. Erstmal wünsche ich Ihnen, ja, eine gute Nacht. Für die müssen Sie ja nicht sorgen, für meine gute Nacht. Wir tun, was wir können. Hm? Vielen Dank. Also der im zweiten Stock ist gleich nach den Schüssen auf seinen Balkon. Und, hat er was gesehen? Na, warte, eine mittelgroße Gestalt, die zwischen den Büschen verschwunden ist. Mann oder Frau? Das konnte er in der Dunkelheit nicht sagen. Das hilft uns auch nicht gerade weiter. Dann geh du doch das nächste Mal die Nachbarn befragen, wenn du meinst, da kommt mehr dabei raus. Mensch, Axel, nun sei mal nicht so empfindlich. Wir haben in dem Garten jede Menge Fußspuren gefunden. Und damit auch die Stelle, von der aus geschossen worden ist. Wie groß war die Entfernung? Knappe 6 Meter bis zu dem Tisch, an dem Jürgen Kilian gesessen hat. Und trotzdem schießt er vorbei. Die Schüsse auf Udo Kilian waren auch nicht sehr gezielt. Das spricht dafür, dass es sich um denselben Schützen handelt. Was auch dafür spricht, ist das gleiche Kaliber. 6,35. Ist eine Waffe auf einen unserer Verdächtigen zugelassen? Nein. Wie groß waren die Fußspuren? Größe 41 bis 42. Also käme auch eine Täterin in Frage? Durchaus. Das Profil lässt übrigens auf Gummistiefel schließen. Dann gehen wir mal der Reihe nach durch, unsere Verdächtigen. Axel und ich nehmen uns Peter Lorenz vor. Er hat ja immer noch das stärkste Motiv. Gut. Und ich befrage morgen als Erste die Christa Lewald. Und jetzt ist Feierabend. Na, wer sagt's denn? Also, tschüss, Kollegen. Hi. Leon schläft. Kann ich heute Nacht hier bleiben? Ich will nicht ins Hotel. Komm rein. Guten Morgen. Kommen Sie jetzt jeden Tag? Die Ereignisse zwingen uns dazu. Welche Ereignisse? Auf Jürgen Kilian ist gestern Abend geschossen worden. Das ist ja entsetzlich. Ist er... Nein, nein, er blieb unverletzt. Frau Lorenz, wo war Ihr Mann gestern Abend zwischen 10 und 11? Ist es da passiert? Also, wo war er? Unsere Nachbarn waren zu Besuch. Das ging bis Mitternacht. Haben die Nachbarn denn auch einen Namen? Ja, Decker. Sie können sie fragen, sie wohnen direkt unter uns. Na, das machen wir doch platt. Warten Sie. Ich würde Ihnen gerne noch was zeigen, bitte. Schauen Sie. Das ist das erste Mal seit dem Unglück, dass sich mein Mann um Flori kümmert. Irgendwie muss es ja weitergehen. Tja. Alles Gute, Frau Lorenz. Vielen Dank. Wir finden allein raus. Ich bin richtig froh, dass Peter Lorenz ein wasserdichtes Alibi hat. Die Familie hat wirklich genug durchgemacht. Ja, ja, Werner? Mhm. Und wo genau ist es? Okay, wir sind unterwegs. Bei der nächsten Gelegenheit solltest du wenden. Morgen, Frau Lewald. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, was gibt es denn so Dringendes? Ich wollte Sie fragen, warum Sie uns wichtige Dinge verschweigen. Tue ich das? Wir wissen inzwischen, dass Sie in der Mordnacht bei Herrn Kilian waren. Ist richtig. Und was soll das beweisen? Was wollten Sie bei ihm? Ich wollte die Wahrheit erfahren.
wollte wissen, auf welche Weise der meinen Sohn in seine schmutzigen Geschäfte hineingezogen hat. Ach, Frau Lewald, die Wahrheit darüber könnte Ihren Sohn auch nicht wieder lebendig machen. Aber für mich ist das wichtig. So wichtig, dass Sie Herrn Kilian noch so spät am Abend besucht haben? Ja. War es nicht vielmehr so, dass Sie den letzten Willen Ihres Sohnes vollstrecken wollten? Was soll denn das heißen? Ganz einfach. Ihr Sohn wollte seinen Tod, da haben Sie Kilian erschossen. Es geht aber Ihre Fantasie mit Ihnen durch, junger Mann. Frau Lewald, wollen wir uns wieder den Tatsachen zuwenden? Wo waren Sie gestern Abend zwischen 10 und 11? Was ist denn da vorgefallen? Beantworten Sie bitte meine Frage. Ich war zu Hause. Zu Hause mit meiner Schwiegertochter. Wie das natürlich bezeugen kann. Natürlich. Das Alibi taugt leider nicht viel, weil Ihre Schwiegertochter denselben Wunsch nach Rache hatte wie Sie. Na ja, wenn die Polizei das so sieht. Darf ich jetzt gehen? Bitte. Die Waffe entdeckt, als er den Papierkorb geleert hat. Super. Genau die suchen wir. Kaliber 6,35. Ja, danke, dass ihr so schnell reagiert habt. Ja, bitte. Okay. Und da drüben ist das Haus von den Lewalds. Keine 100 Meter entfernt. Marion, jetzt lass dich nicht so gehen. Mutter, jeder hat seine Art, mit dem Schmerz fertig zu werden. Ich weiß. Ich weiß. Marion, sei so lieb und nenn mich nicht mehr Mutter. Das berührt mich jetzt irgendwie so unangenehm. So, jetzt lassen wir Licht herein. Licht und Leben. Übrigens, Sie haben mich gefragt, wo ich gestern Abend zwischen 10 und 11 Uhr war. Hörst du? Bei der gefundenen Waffe handelt es sich allem Anschein nach um die Tatwaffe. Na, wer sagt's denn? Und sie ist frisch beschossen. Vielleicht haben wir ja Glück. Gibt's Fingerspuren? Leider nicht. Aber die Auswertung der Fußspuren hat erbracht, dass es sich tatsächlich um Gummistiefel der Schuhgröße 41 handelt. Also doch eher ein Frauenfuß. Sind wir wieder bei den Lewalds. Axel? Durchsuchungsbeschluss. Bin unterwegs. Ein Penny für das, was du gerade denkst. Ist das nicht eigenartig? Da wischt jemand sehr sorgfältig die Tatwaffe ab und dann entsorgt er sie in einem öffentlichen Papierkorb. Einfach so. Damit wir sie möglichst schnell finden. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Aber trotzdem, wir fangen mit den Lewalds an. Guten Tag, Frau Lewald. Wir würden uns gerne ein bisschen bei Ihnen umschauen. Hier ist der Durchsuchungsbeschluss. Was suchen Sie denn? Ach, junger Mann. Hey Mann. Moment. Für dich. Danke. Ja, Kässchen. Mit wem spreche ich? Mein Name ist Mannschatz. Ich bin der Notar von Herrn Kilian. Udo Kilian. Ja, aha. Es gibt da etwas, worüber ich gerne mit Ihnen sprechen würde. Unter vier Augen. Ich komme bei Ihnen vorbei. Wo finde ich Sie? In der Oettingenstraße 35. Aha. Ja. Danke, bis gleich. Ich muss doch mal weg. Wo gehst du hin? Später. Aha. Vielen Dank, dass du mich so auf dem Laufenden hältst. Ja, okay, ich geb sie dir. Tschüss. Onkel Jürgen.
Er ruft aber oft in letzter Zeit. 5 Minuten noch, ja? Okay. Du siehst, hier bleibt nichts verborgen. Das ist das Testament von Udo Kilian. Und? Was steht drin? Ich möchte etwas vorausschicken. Ja? Sie wissen, dass ich der Geheimhaltungspflicht unterliege? Herr Dr. Mannschatz, du machst es nicht so spannend. Ich breche sie nur, weil ich davon überzeugt bin, dass der Inhalt des Testaments zur Aufklärung des Mordes an Herrn Kilian beitragen könnte. Also, was steht drin? Herr Kilian hat seine Ehefrau bis auf ihren Pflichtanteil enterbt. Wissen Sie warum? Er hat herausgefunden, dass Leon nicht sein Sohn ist. Sondern? Sondern der seines Bruders Jürgen. Ach du lieber Himmel, das war ja wohl ein Schock für den Udo Kilian. Das war es, ja. Ja, danke, dass Sie mich angerufen haben. Das war doch selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jetzt schick Werner und seine Leute so schnell wie möglich zu Eva Kilian. Du besorgst bitte den Durchsuchungsbeschluss. Alles Weitere später dort. Guten Tag, Frau Kilian. Sie erinnern sich, Kripo München. Guten Tag, was wollen Sie? Wir wollten uns nur ein bisschen umsehen bei Ihnen. Dürfen Sie das denn? Der Durchsuchungsbeschluss ist schon unterwegs hierher. Dürfen wir reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Danke. Onkel Jürgen, das sind 4 Männer von der Polizei. Die wollen sich bei uns umsehen. Okay. Bewahren Sie sonst wo noch Schuhe auf? Bis jetzt Fehlanzeige. Bitte entschuldigen Sie. Normalerweise halten wir ja die vorherige Reihenfolge ein. Ja, na, kommst du mal. Gibt's gar keinen Zweifel, Frau Kilian. Sie waren letzte Nacht im Garten Ihres Schwagers. Und Sie haben auf ihn geschossen. 2 Mal. Erstaunlich nur, dass Sie aus dieser Entfernung nicht getroffen haben. Na, haben Sie absichtlich daneben geschossen? Nun reden Sie schon. Ich wollte Jürgen nicht treffen. Nee, natürlich nicht. Schließlich ist er der Vater von Ihrem Sohn. Das wissen Sie? Sie haben auf ihn geschossen, um von sich abzulenken. Um uns auf eine falsche Spur zu bringen. Aber bei Ihrem Mann haben Sie nicht vorbeigeschossen. Der war Ihnen längst im Weg, Ihnen und dem Vater Ihres Sohnes. Ich habe meinen Mann nicht erschossen. Sie haben die letzten Worte von Thorsten Lewald als Botschaft aufgenommen. Das war eine günstige Gelegenheit, Ihren Mann umzubringen. Es gab ja plötzlich jede Menge Verdächtige. Das stimmt nicht. Sie waren ja in der fraglichen Nacht als Erste bei Ihrem ermordeten Mann. Das war doch kein Zufall. Ich war's nicht. Eva hat meinen Bruder nicht erschossen. Sondern? Seit Jahren war der Zustand für Eva und mich unerträglich. Wir wollten ja nicht zusammen sein mit unserem gemeinsamen Sohn. Warum haben Sie das nicht einfach getan? Udo hätte mich nie gehen lassen. Er hat sie immer tyrannisiert, immer. Und da haben Sie Ihren Bruder erschossen. Ja. Sie haben das also gemeinsam geplant. Frau Kilian, das heißt, Sie sind noch lange nicht raus aus der Nummer. Moment, also, Moment. Als Eva auf mich geschossen hat, war allein meine Idee, ja? Sie ist unschuldig, ja? Herr Kilian, ich nehme Sie vorläufig fest wegen des Verdachts, Ihren eigenen Bruder, Udo Kilian, ermordet zu haben.